Ja, das werde ich häufig gefragt, wie der Unterschied ist zwischen der somatischen Pflege und der psychiatrischen Pflege. Klar, das erste Merkmal ist, wir arbeiten auf unseren psychiatrischen Stationen in Zivil und begegnen unseren Patienten nach Möglichkeit auch so in Augenhöhe, was wir auch mit unserer Kleidung deutlich machen. Denn ein wesentliches Kriterium in der psychiatrischen Pflege ist, dass wir mit Menschen umgehen, die in der Regel schlimme emotionale Erfahrungen gemacht haben oder halt auch in der Wahrnehmung ihrer Umwelt und ihrer Gefühle viele, viele Störungen haben. Und da tut Normalität, so viel es geht, ist das Allerbeste. Deswegen, man mag denken, die trinken mit dem Kaffee, mit dem Patienten nur Kaffee. Aber letztendlich ist das eine Situation, die wir professionell herstellen, um mit dem Patienten über seine Situation, über seine Wahrnehmung und seine Gefühle ins Gespräch zu kommen. Was muss man mitbringen? Da würde ich als erstes sagen, man muss Spaß an den Geschichten dieser Menschen haben, an ihren Erlebnissen. Das Zweite, man muss geduldig sein, weil es dauert auch etwas, bevor sich der Mensch, mit dem ich dieses Gespräch führe, öffnet und mir seine Gefühlswelt offenbart. Und das Dritte, ich muss auch in der Lage sein, mit meinen eigenen Gefühlen umzugehen. Dazu bieten wir in der psychiatrischen Pflege Supervision und Fallbesprechungen an. Vom Grundsatz her gibt es keine spezialisierte Ausbildung für eine psychiatrische Pflegekraft. Es gibt kein Examen, was sich ausschließlich für psychiatrische Pflege qualifiziert. Wir müssen alle erstmal das generalistische Krankenpflegeexamen machen. Dazu bieten wir an unseren beiden Standorten auch ein großes Bildungszentrum mit 144 Ausbildungsplätzen an. Dieses generalistische Examen, was dort absolviert wird, entspricht eins zu eins einem Examen, was man an einem Akutkrankenhaus absolviert hat. Im späteren Verlauf kann man sich natürlich qualifizieren und dann Zusatzqualifikationen absolvieren. An Arbeitsmöglichkeiten in der psychiatrischen Pflege haben wir natürlich den stationären Bereich auf unseren 40 spezialisierten Stationen. Aber wir bieten auch sogenannte Tageskliniken an, um unser Krankenhaus herum bis hoch in den Harz, wo Pflegende sich auch in der psychiatrischen Pflege engagieren und dort arbeiten können. Das ist ein teilstationärer Bereich, der von Montag bis Freitag dem Patienten am Tag eine Behandlung ermöglicht. Und wir haben auch ein aufsuchendes, ambulantes Angebot, dass ein medizinisches Team zu dem Patienten in die Häuslichkeit kommt, richtig multiprofessionell bis hin dazu, dass wir ein spezialisiertes ambulantes fachpsychiatrisches Pflegezentrum haben, wo eine Vielzahl von Kolleginnen und Kollegen dann den Patienten als psychiatrische Fachkraft in der Häuslichkeit aufsucht und dort Hilfestellungen zur Bewältigung ihres Lebens geben. Qualifizierungen sind möglich über unser eigenes Bildungszentrum, wo eine Vielzahl von Qualifizierungen als Live-Qualifizierungen, wo man sich trifft, immer multiprofessionell. In der Psychiatrie ist es immer multiprofessionell. Also wir lernen gemeinsam mit Ärzten, Psychologen und Sozialarbeitern. Wir haben die Möglichkeit des E-Learnings, dass wir über bestimmten Plattformen, die auch jeder Mitarbeiter bei uns bei Asklepios kostenlos zur Verfügung gestellt bekommt, einzelne Sektionen zu absolvieren, dafür auch Zertifikate erhält und gegebenenfalls auch Zeitgutschriften für seine Arbeitszeit, bis hin dazu, dass wir in unseren beiden Kliniken in Göttingen und Tiefenbrunn eine Vielzahl von Studierenden in der Pflege haben, die sich auf den Weg gemacht haben, berufsbegleitend einen Bachelorabschluss zu machen, entweder im Bereich des Managements, für die Stationsleitung oder eine Abteilungs-PDL, aber auch auf der fachlichen Ebene.
Kinder. Mittlerweile kann man auch wunderbar psychiatrische Pflege auf Bachelor-Ebene studieren. Wir vom Arbeitgeber und ich ganz persönlich als Pflegedirektor unterstütze das, dass ich jeden Einzelnen und auch die Gruppe der Studierenden regelmäßig sehe, mit ihnen in Austausch komme. Was benötigen sie? Wo kann ich unterstützen? Weil wir bei Asklepios fördern die Akademisierung in der Pflege ausdrücklich.